Hallo, liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ich denke mal, heute habe ich ein recht witziges Team. Trombok, Slimog und der neue Star, beziehungsweise sind eigentlich zwei neue Stars da, also Slimog natürlich, in der Giftform nur und natürlich Scaraborn. Es gab ja das eine Event, wo man Scaraborn quasi raiden konnte und ja, ich habe mal das, was ne am nächsten zu den 2500 kommt, genommen. Weil, ja, es gab es nur zum Raiden. Und deswegen habe ich das genommen. Ja, wollen wir mal loslegen. Hab mit dem Team eben ein 3-2 geschafft. Mal sehen, wie es jetzt im Video ausgeht. Trombok in der Führung. Nidoqueen ist. Denkt man, okay, Nidoqueen ist für das Team nervig ansonsten, ne? Ja, ersten Giftzahn nicht schön, ganz wichtig. Er hat die Extra-Attacke gekriegt, schade. Ah, Nidoqueen ist so ein nerviges Pokémon. Ja, jetzt gehe ich auf den Spukball. Wenn er schildert, hoffe ich, dass es wenigstens ein Ladeattackenwiderstand war. Ja. Schade. Er farmt runter, ne? Schade. Dann gehe ich hier rein. Dann muss ich nur zur Finsteraura kommen. Ja, da ködert er auch noch. Kann man Giftzahn und Erdkräfte hintereinander haben? Ich glaube nicht, ne? Doch, das geht. Okay. Nidoqueen nimmt mich anders auseinander gerade. Herrlich, danke. Dann hätte ich rausgehen müssen. Also, gleich in Scaraborn. Ja, Nidoqueen nimmt gerade das gesamte Team auseinander. Oh, das muss ich noch lernen zu spielen. Also gegen Nidoqueen immer auf Samenbombe einfach gehen. Bei Nidoqueen einfach auf Samenbombe gehen. Merke ich mir. Ja, mein Team hat natürlich eine recht große Nidoqueen-Schwäche, wobei Slimer gut mit Findsaurer zurechtkommt oder auch Trombok eigentlich gar nicht mal so schlecht gegen ist. Also habe ich gerade mal das Nidoqueen weggekriegt. Ja. Ich habe nicht mal Felswurf gedrückt. Schade. Okay, erster Kampf war nichts. Mal sehen, wie wir uns im zweiten Kampf schlagen. Ich muss mit diesem Team auch erstmal warm werden. Ich habe noch nicht so oft mit Trombok gezockt. Mit Scaraborn noch gar nicht. Mit Slimer habe ich schon mal gezockt, aber mit dem anderen. Ja, das ist in Ordnung. Eigentlich kannst du nur Drachenpuls haben, was wirklich Schaden macht. Hier habe ich gelernt, hier reinzugehen. Weil Steinhagel macht da nicht viel. Ja, okay, doch, hier macht Steinhagel mehr. Dann setzen wir jetzt ein. Ja, super. Und ich werde jetzt einmal schön und runterfahren. Bitte ködere nicht. Danke. Dann dürftest du auch nicht zum Kreuzhieb kommen. So, du hast meinen Donnerschlag gesehen. So, zack. Finsteraura kommt. Und nächste Finsteraura. Man muss jetzt einmal schön, ne? Ja. Oh, Tornupto ist ja ganz widerlich.
Okay, du schildest. Hier ich den Felswurf. Oh, das ist gut, dass du die Attacke hast. Das kommt mir eigentlich recht entgegen. So, eins, zwei, einsetzen. Felswurf sollte gut reinhauen. Ja. Gut, dass du Dunkelklaue hast. Wenn es ein Donnerschlag ist, das nimmt mich nicht raus. Es sollte mich nicht. Ja, Donnerschlag nimmt mich nicht raus. Okay. Und ich habe den nächsten Felswurf. Sehr schön. So sollte es eigentlich auch im ersten Kampf aussehen. Okay, ich glaube, er ist rausgegangen. Okay, ja, der zweite Kampf lief viel besser. Bitte mehr solche Teams. Tromok-Führung ist eigentlich, also Tromok in der Führung zu haben, ist eigentlich gut. Oh, ich habe, glaube ich, gegen Garados in der Hose gekämpft. Haben wir gerade gekämpft? Oh, er hat mir nämlich gerade geschrieben. Oh! Prominenz! Anderer YouTuber. Gerade gegeneinander gekämpft. Magne Summe ist auch in Ordnung. So, Magne Sohn. So, hoffentlich rechnest du mit einem Spukball. Ich glaube, ich würde hier selbst sogar einen Stromstoß schälen. Wobei, ich gucke mir den Schaden mal an. Okay, geht's eh nur auf Spielsalbe. Ich hätte vielleicht doch auf Spukball gehen sollen. Ja. Ja, jetzt lohnt sich schon zu schön. Jetzt lohnt sich zu schön. Ja, jetzt kommt der Stromstoß. Ah, schwierig. Schwierig. Okay, Gengar. Gut, dann auf ich Slimog. Ich lasse hier alles durch. Okay, du gehst wenigstens direkt auf Erdbeben. Ah, das wird schwierig. Jetzt muss ich hier rein. Ich muss mein Schild für Gengar aufheben. So viel Ender. Ah, oh, das Problem ist, das Gengar kann so viel Energie jetzt farmen, ne? Oh, ich hoffe, das klappt. Bitte Schilde. Ah, nee, das überlebe ich nicht. Nein, nein, nein. Ich hätte noch. Ah, ich hätte vielleicht auf Spukball. Oh, du hast eingesetzt. Ah, aber Felswurf reicht doch niemals aus. Oder? Oder du hast zwei Attacken, ne? Du hast zwei Attacken. 100 Pro hast du zwei Attacken. Felswurf reicht doch niemals aus. Gengar hält zwar nichts aus, aber Felswurf ist jetzt auch nicht die starke Attacke. Nee. Schade. Ja, gut, ne? Oh, doch. Ich hätte Scarabon eher opfern sollen, ne?
Ja, ich habe wegen nicht an Finsteraura gedacht. Und Slimog ist recht tanky. Ja, das war doof. Ich hätte meinen Scaraborn opfern sollen. So. Gleich direkt auf Spukball. Hier machen wir keine halben Sachen. Ich sollte vielleicht auch öfter mal auf Spukball gehen. Genauso. Ich denke, ich werde schilden. Einmal. Und rüber. Perfekt. Ich habe sogar eine Attacke rausgekriegt. Also dieser Floor macht jetzt nichts mehr in den Kampf. Ja, und Gift macht sowieso nichts. Oh, Tornupto ist gut. Wobei, nein, Tornupto ist schlecht. Was sage ich denn da? Tornupto ist schlecht. Okay, perfekt. Das wird wehtun. Hebt ihr doch nicht die Schilder auf. Hebt ihr doch einfach nicht die Schilder auf. So. Schade, dass die Attacke noch ankam. Aber ich hoffe, das war der letzte. Oh, sehr schön. Das ist sehr gut. Und den Ladeattacken-Leistand sollte ich ja gewinnen gegen Bagkarata. Und Nachthieb überstehe ich. Okay, ich wäre fast rübergegangen. Oh, gut, dass du einen Bagikarax hinten hattest. Damit konnte ich mir hier den Sieg holen. Bam. So. Jetzt dürfte es 2 zu 2 stehen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, der erste Kampf war richtig, richtig eklig ärgerlich. Ja, 2 zu 2. Ja, wie gesagt, Nidoqueen ist für das Team ja ziemlich schlecht. Aber da ich ja Classic spiele, hoffe ich halt auf wenig, wenig, wenig Nidoqueen. Weil Nidoqueen ist echt bleh. Gegen Murphy 6-5-0 spielen wir als nächstes Ding gegen den lieben Murphy. Okay. Tromborg. So, hier machen wir es gleich. Spukball direkt. Oh, das hält weniger aus, ne? Und die Fischchen. Hoffentlich hast du auch Barrikadax im Team. Nein, hast du nicht. Oh, ich hätte eher rüber gemusst. Ersten Eisspender nicht schön. Ja, das tut schon weh. Scaraborn hält leider nicht viel aus. Ja. Warum setzt keiner hier ein Schild ein?
Also, kommt wieder das Bisa-Flo rein? Okay, der Gegner setzt nicht ein. Ja, aber das sollte ich eigentlich gewinnen. Was ist jetzt beim Gegner los? Ah, das hätte ich wahrscheinlich eh gewonnen. So, guck mal hier. Ja, der da geht der Gegner raus, so rum. Oh, ich habe mich an meiner eigenen Zunge gerade verschluckt. Kennt ihr das, wenn man sich an dem eigenen Wort verschluckt? Okay, das war ein solides 3 zu 2 mit dem Team. Und ein Reggie Ice. So. Ich habe noch nicht einmal diesen Monat geradet, also keine Fimba Raid. Es ist ja im Moment wirklich kaum was Gutes in den Raids, ne? So, einfach fahrerhaft. Bitte bleib drinnen. Das wäre echt flauschig von dir. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, nächstes einfach fabelhaft. Welche Attacke hat jetzt Reggie Ice bekommen? Ich weiß es gar nicht. Werden wir ja gleich sehen. Wie gesagt, über Reggie Ice und so habe ich mich überhaupt nicht informiert. Überhaupt nicht. Aber absolut gar nicht. Och, bleib doch drin. Ich dachte, das würde runtergeschraubt. Dass die einfacher zu fangen sind. Und dann zeigt mir Niantic den Vogel. Nee, wir haben das wieder zurückgeschraubt. Jetzt ist es wieder schwerer. Genauso fühlt sich das hier gerade an, Leute. Bleib doch einfach drin. Okay, so kann es nicht drin bleiben, wenn es hungert. Ja, ich habe genug Bälle. Allerdings habe ich nicht mehr genug Bären. Das ist das Problem. Danke, danke, Reggie Ice, dass du drin bleibst. Oh, bitte keine legendäre Belohnung mehr. Also, wenn was Richtiges, ja, dann nicht mehr so ein gutes. Zielschuss und Donner. Ach, Donner kann das jetzt. Oh, du kommst ja relativ hoch. Huch. Da braucht man dich ja ganz schlecht eigentlich. Ja, wir behalten dich trotzdem erstmal. So, wir gehen ein paar Points hoch. Schon mal ein positives Set. Dann gehen wir auch gleich ins nächste, ne? Selbe Team natürlich. Scaraborn macht echt gut Schaden. Hält zwar jetzt nicht so viel aus, leider. Aber sonst ist das eine auch coole Typen-Kombi. Ihihihi, bitte. Oh. Wenn es Ladeattackenleistand ist, lasse ich Trombok drauf gehen. Ja, natürlich Schütte. Nein. Er wird runterfahren, ne? Ja, er hat E2. Dann gehe ich hier ins Slymog. Oh, das Vieh ist nervig. Das ist relativ nervig, Tunnukdo dafür. Ich fahre Schilde nochmal und fahre mal einfach runter. Und wenn Nidoqueen kommt, ja, dann ist das so. Okay, bei Tunnukdo hätte ich einfach ködern sollen. Dann gehen wir hier rein. Oh, du bleibst drin? Nee, doch nicht. Ach ja, du hast Flug-Sofort-Attack. Nervig. Aber ich habe den Felswurf. Ja, der macht leider nicht viel. Okay, du setzt aber wenigstens nur ein. Was mir aber überhaupt nichts bringt. Also, der Kampf ist hier schon mal verloren. So, ich gehe jetzt auf Donnerschlag. Ja. Und gleich kommt der Giftzahn.
Der ist leider verloren, der Kampf. Ja, das ist Tonutto da. Ja, das Genick gebrochen. Okay, du gewinnst eh den Ladeattack gleich schon. Schade, ich wollte mit Donnerschlag ködern und dann Finsteraura machen, aber ja. Aber ich wäre dann beim nächsten Schlagbohrer eh weg gewesen. So oder so. Selbst wenn jetzt nicht der Verteidigungsdrop gekommen wäre. Ah, Finsteraura hätte das so viel mehr gemacht als der Donnerschlag? Ich weiß es nicht. Ich habe auf beides keinen Step. Der Donnerschlag ist sehr effektiv. Ah, schwierig. So, Macho Mai sehe ich in der Führung am liebsten. Da gehen sie meistens raus. Okay, Macho gewinnt den Ladeattacken da schon, ja? Sehe ich das richtig? Okay, er ködert nicht. Was aber auch in Ordnung geht. Ich ködere auch nicht. Ich gehe direkt auf Ball. So, was kommt rein? Ach, das Slimer, okay. Ach, ich hätte auch auf Spukball gehen können. Ah, oh, ich gehe mal auf Sambomben. Warum? Wobei, ich schaffe nochmal Spukball, ne? Ja, dann ist es Wumpe. So, das Vieh hat hier Gift. Ja, das Vieh hat Gift, ne? Täusche ich mit Scaraborn einfach an? Setze blind ein? Blind. Ich hoffe, das ist die Finsteraura. Jawohl. Oh, die macht trotzdem viel. Schilde mal. Genau, die wollte ich schilden. Und ich hätte den Schild nicht. Ja, ich muss hier rein. Werde nicht schilden. Ah, ich glaube, der Kampf ist auch verloren, leider. Ja. Erdbeben nimmt mich sofort raus. Ah, schwierig. Schwierig. Warum heben alle Gegner die Schilder auf? Jeder Gegner bisher. Ohne Witz, jeder Gegner im Moment hebt sich die Schilder auf. Ja, ist nur Gestein. Ja, er kriegt die Extra-Attacke runter. Aber schade, dass mein Scaraborn nicht mehr voll ist. Dann hätte ich das noch machen können. Wenn mein Scaraborn voll wäre. Aber ist es nicht. Und ich hätte auch die Finsteraura nicht chillen dürfen. Ich hätte beide Schilde gebraucht. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich hätte beide Schilde nutzen müssen. So, Killer Brrr 9-2. Aber es schildert auch hier keiner, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh, Feuer-Pokémon vorne wieder. Ah, Feuer-Odemon, das ist in Ordnung. Wir ködern. Ja, war klar. Ich gehe echt zu wenig auf Spukball, ne? So, jetzt kommt sein Köder. War klar. Und rüber da. Ich werde nicht chillen. Lokanade tut zwar weh, aber. Ja, ich dachte, ich könnte runterfahren.
Schade. Und ich bin zu schnell rein. Ja, ich mache im Moment doofe Sachen. Als ob zwei Feuer-Pokémon, ne? Was ist hier los? Was ist hier los? Und hier hätte ich wahrscheinlich jetzt ködern sollen, ne? Ja, natürlich. Natürlich hätte ich hier ködern sollen. Ja, ich muss schilden. Lue Kanonade tut zu sehr weh. Ja, dreifach Feuer. Ach nee, ne? Genau, ich natürlich treffe auf Triple Fire. Die kennen auch kein Wasser-Pokémon, ne? Schade. Wirklich schade. Ja. Sie haben keine Chance. Was soll ich denn gegen dreifach Feuer machen? Also, die Niederlage war gar nicht meine Schuld. Ich hätte das sogar noch gewinnen können, wenn ich den Felswurf noch erreicht hätte. Oh, schade, ich hätte gerne Tornupto noch runtergefarmt, ne? Hätte ich Tornupto runterfarmen können, hätte ich das sogar gewonnen. Glaube ich. Ja, das sah gar nicht so schlecht aus. Skelabra hält ja gar nichts aus. So, Macho zu dem Mai. Okay. Na, das ist in Ordnung. Ich hole mir den Spukball, glaube ich, wieder. Und gehe hier rüber. Eigentlich hast du hier nichts, was mich wirklich schockt oder so. Flora-Statue macht ein bisschen. Da halte ich noch eine aus. Aber gut, dass du abfangen wolltest. Jetzt setze ich ein. Weil ich dich doch gerne weg haben würde. Sehr schön. So, jetzt kommt bestimmt das Frittenmeier rein. Okay, du schildest, das ist perfekt. Du setzt ein, das ist noch besser. Nehme ich. So, wo gehe ich rein? Gleich in Samenbombe. Schildest du? Du schildest, okay, dein Macho mal ist dir lieb. Dann schilde ich natürlich auch. Keine Frage, dann schilde ich auch. Okay, du gehst sogar auf Steinhage, dann kann ich sogar ein bisschen mehr farmen. Das ist sehr schön, dass du in Valray warst. So, zack, 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 zack. Okay, es hat kurz gestoppt. Ja, den Rest lasse ich Scaraborn machen. Aber Scaraborn kommt auch locker beide gegen beide an. Genau.
Scarabon soll ja auch mal ein bisschen hier im Video gezeigt werden. Für seine Leistungen. So. Ja, das hier ist leider wieder ein negatives Set wahrscheinlich. Ja, doch, ist ein negatives Set. Ich habe 3 Kämpfe gleich verloren. Ärgerlich. Und jetzt kommen die Führungen. Wobei, Varisa ist keine gute Führung eigentlich. Also, es ist neutral, würde ich sagen. Und der kriegt die Sofortattacke unter. Ich glaube es nicht. Ja, und ich krieg die Attacke nicht unter, danke. Nö, ja, dann schwierig. Okay, Amazon meldet sich. Ja, super, jetzt habe ich die Sportattacke untergekriegt. Ah, dieses Valreiser ist nervig. Na, jetzt brauchen wir nur Schilden. Ja. Ah, er muss einsetzen, das ist das Gute. Oh, die Chats gehen wieder los. Nein, nicht jetzt. So. Dann gehe ich hier rein. Gehe gleich auf den Donnerschlag. Ich hoffe, der reicht. Bitte kein Nidoqueen hinten. Wir sind beide schildlos, ne? Oh, gut, dass du hier bist. Gut, dass du hier bist. Ich hoffe, dass du auch gleich einsetzt. Ja, das ist gut. Wenn ich das überlebe, gehe ich gleich rüber. Habe ich gar keine andere Wahl. Ah, ich überleb's nicht, ne? Ach, Mann, come on. Wo kommen die ganzen Feuer-Pokémon auf einmal her? Oh, das hätte ich so gewonnen. Das hätte ich noch gewonnen. Wobei, nee, Steinhagel wäre neutral gewesen, ne? Okay, ein 1:4. Letzter Kampf hier lief nicht so gut, schade. Aber ja, ich konnte das Team hier mal zeigen und das ist die Hauptsache. Für die Folge soll es das auch gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.